Moin Freunde und herzlich willkommen zum sonntägigen Wochenreport. Heute mit einigen spannenden Neuigkeiten, obwohl man sagen muss, es scheint wie die Ruhe vor dem Sturm. Newstechnisch ist momentan sehr, sehr wenig los. Die spannendsten Neuigkeiten habe ich natürlich für euch zusammengetragen. Aber wir werden auch einen kurzen Blick darauf werfen, wer die Top-Performer in den letzten Tagen waren und die Schlagzeile der letzten 24 Stunden. Vater und vor allem auch erfolgreicher Trader hat eine Immobilie im Wert von 800.000 Dollar verkauft, sein Zuhause, wenn man so will, und ist all in XRP gegangen. Was weiß er, was wir vielleicht nicht wissen, oder hat er eines der letzten Videos von mir gesehen? Man weiß es nicht. Auf jeden Fall glaube ich, das wird nochmal sehr, sehr spannend. Wir schauen uns da die Details an. Ja, Beginn tun wir allerdings erst einmal mit der Situation am Markt. Wir gucken uns an, wie die letzten 7 Tage so verlaufen sind. Und da sehen wir ganz klar, die Top-Performer sind AI-Projekte, Worldcoin mit einer genialen Entwicklung, aber auch JasmineCoin, SingularityNet und noch einige andere. Seit Wochen habe ich ja bereits über den AI-Hype gesprochen, aber auch über den Gaming-Hype. Und Gaming bewerte ich persönlich noch ein bisschen krasser als den AI-Hype, denn beim AI-Hype ist es natürlich so, dass wir hier im Grunde eine relativ neue Technologie haben, wenig reale Anwendung, viele gute Ideen, aber das sorgt natürlich dafür, dass so ein Hype auch etwas schneller abflachen kann, wie ich es zum Beispiel bei Gaming erwarte. Denn im Gaming-Bereich gibt es durchaus Möglichkeiten, einige Dinge schon in die Spiele einzubinden. Es gibt eine deutlich größere Community und vor allem auch viele, viele junge Leute, die sich dann für das Krypto-Thema begeistern und die es vielleicht nicht ganz so eng sehen mit ihrem Taschengeld und sagen, hey, ich will mit auf den Zug aufspringen, und so entsteht eine krasse Dynamik. Von daher habe ich gestern im Livestream gefragt, ob ihr Bock habt, dass ich euch mal die Patreon-Ausgabe, die sonst nur für die Goldmember vorbestimmt ist, mal öffentlich machen soll. Und ja, wir hatten über 200 Likes im gestrigen Video. Vielen Dank an dieser Stelle, im Livestream wohlgemerkt. Richtig, richtig cool, auch dass ihr gestern so zahlreich erschienen seid. Guckt euch doch gerne Livestream an, falls ihr ihn verpasst habt. Aber für alle anderen, die keine Lust auf den ganzen Livestream haben, habe ich das Video jetzt online geschaltet. Ihr könnt also im Anschluss an dieses Video euch Top Coins für 2024, Gaming und der E-Boom anschauen. Das hier ist ein eigentlich nur für Patreon bestimmtes Video und von daher könnt ihr mal reinschnuppern, vielleicht gefällt euch ja der Content und dann könnt ihr sehr, sehr gerne auch bei Patreon dazu stoßen. Denn ich glaube, jetzt ist der optimale Zeitpunkt, um sich ideal vorzubereiten, und ich glaube, wir stehen kurz davor, dass wirklich der Markt so richtig eskaliert. Darauf freue ich mich schon. Und passend dazu gibt es jetzt bei unserem Partner Femix eine erneute FFDK-Aktion für euch alle. Die ersten oder die nächsten 20 Registrierungen erhalten einfach mal 10% Cashback auf ihre Einzahlung bis 250 Dollar. Ja, jetzt einfach Einzahlung kassieren. Alles, was du dafür tun musst, registriere dich da, sende mir deine UID, am besten über Telegram. Das ist quasi deine Benutzernummer, die siehst du bei dir im Profil, und sobald du mir das Ganze überliefert hast, geht es direkt weiter und du erhältst dann sehr zeitig dein Cashback. Vielen Dank an dieser Stelle an Femex, und wir starten jetzt direkt mal rein mit dieser News diese Woche. Donald Trump äußert sich zu Bitcoin, und bevor ich euch da jetzt zu viel erzähle, gucken wir uns oder hören wir uns doch mal an, was der gute Herr zu sagen hat. Isn't the next logical step for you to embrace Bitcoin, because Bitcoin obviously is decentralized, the government can't get its hands on it. What about Bitcoin and all the young people, including Africa? Americans who are very interested. Also Kurzversion, was ist mit Bitcoin? Wie stehst du zu Bitcoin? A lot of people are doing it. I always liked one currency. I call it a currency. I like the dollar. But a lot of people are doing it. And frankly, it's taken a life of its own. You probably have to do some regulation, as you know. But many people are embracing it. And more I'm seeing people wanting to pay Bitcoin. And you're seeing something that's interesting. So I can live with it one way or the other. I've always liked one really powerful thing, and that's called the dollar. Okay, einige haben das Video ja direkt als ultra bullish abgetan. Trump hat jetzt Bock auf Bitcoin. Ganz so sehe ich es nicht. Er ist relativ sachlich und neutral. Er sagt halt, die Bevölkerung schreit immer mehr danach, beziehungsweise er hört immer öfter, dass Leute damit zahlen wollen. Wobei ich persönlich es eher so sehe, dass Leute investieren wollen. Zahlen tun ja die allerwenigsten damit. Aber er sagt auch an der gleichen Stelle, dass der Dollar für ihn das einzig Wahre ist. Das wiederholt er auch in dieser kurzen Sequenz gleich. Von daher denke ich, die Botschaft in Bezug auf den Dollar ist ihm deutlich wichtiger. Aber er sagt eben auch, es ist interessant und er kann damit leben. Das ist natürlich ein guter Vorbote, falls er wirklich bei der nächsten Präsidentschaftswahl Präsident wird. Er scheint auf jeden Fall nicht abgeneigt zu sein, sich der ganzen Sache fair und so anzunehmen. Also er sieht schon, dass die Bevölkerung danach ruft, und er ist jetzt also nicht so wie Gary, der alles direkt verneint und irgendwie blocken will. Das ist auf jeden Fall doch sehr positiv. Auch sehr positiv der BitBoy-Fight, den gucken wir uns auch gleich mal an. BitBoy Crypto hat einfach mal so einen MMA-Kampf gehabt vorgestern. Gucken wir uns auch gleich mal kurz an. Aber auf jeden Fall gab es noch eine weitere Neuigkeit, die so ein bisschen die Runde gemacht hat. Die bezieht sich jetzt nicht auf Bitcoin, sondern auf Ethereum. Hören wir auch mal eben rein. Und zwar Michael Sonnenschein, der da bezüglich dem Ethereum ETF kurz mal eine Ansage macht. Spot Ethereum ETF is a matter of when, not a matter of if. And you say that because with such confidence. I say that with confidence because my team has been doing the tough work to move this industry forward, work constructively with regulators, focus on, you know, disclosure, investor protections, and that's been true for Bitcoin, part of the work we did with GBTC, and now. Do you think it took a lawsuit to get Gary Gensler to back down on this, right? I mean, we just had Gary
here recently, and you saw that interview. I'd love to get your reaction to it. But clearly, you know, left to his own devices, this is not the outcome that he would have preferred. Mm-hmm. I think that's, at least in between the lines, that's what I think he has said. Well, he actually wrote a pretty strong dissenting letter around this and really focused on the Grayscale lawsuit the day that the approvals for Spot Bitcoin ETFs came out. And so, which then begs the question, on the Ethereum front, if that is to move forward in a meaningful way, does that require another suit? It's too early to say. It's too early to say. I think we have a similar dynamic in the market where the SEC has allowed for and approved Ethereum futures ETFs to come to market. The data suggests in a very similar way to Bitcoin that spot Bitcoin and Bitcoin futures have an inextricable tie. The markets have a 99.9% correlation. Same is true around Ethereum. And so we do have a very similar dynamic here. Okay, war ein bisschen länger, aber ich werde direkt mal übersetzen. Also, die erste Frage war, was hältst du und was glaubst du von dem Ethereum ETF? Er sagt, das ist keine Frage des Ob, sondern nur eine Frage des Wann. Also er ist wirklich ziemlich zuversichtlich, dass der Ethereum ETF kommt. Auf der anderen Seite wird er dann gefragt, hey, wie siehst du das Ganze mit Gary? Er wird doch sicherlich euch Steine in den Weg legen und nicht einfach so das Ganze durchwinken. Er sagt, ja, das wird definitiv nochmal ein Punkt und er kann schwierig vorhersagen, wie das Ganze ausgeht. Das vielleicht mal so die Kurzversion. Ich bin wirklich sehr gespannt. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr generell zu diesem ETF-Thema steht. Glaubt ihr, dass ein Ethereum oder vielleicht sogar ein XRP-ETF in weiter Lauerstellung sind oder ist das Ganze so ein bisschen heiße Luft gerade? Circle, der Herausgeber von USDC, beendet seine Zusammenarbeit mit dem Tron-Netzwerk. Ihr könnt ja USDC über verschiedene Blockchains transportieren, beispielsweise über Solana, aber eben auch über die Tron-Chain. Und da scheint irgendetwas, was nicht an die Öffentlichkeit gebracht wird, passiert zu sein, denn die wollen sich jetzt einfach ohne große Begründung von dem Tron-Netzwerk verabschieden. Wer weiß, was sie wissen, sie wollen sicherlich keine Panik da draußen verursachen, aber irgendwas scheint da nicht ganz koscher zu sein. Für euch, falls ihr USDC haltet, tauscht sie einfach um auf eurer Börse gegen eine andere oder zahlt sie aus über eine andere Chain. Also wenn ihr jetzt USDC da liegen habt, meinetwegen einfach auf euer Solana Wallet, auf euer Phantom Wallet senden, dann habt ihr eure USDC quasi auf der richtigen Chain für die Zukunft. Aber ansonsten habt ihr auch noch Zeit bis Februar 2025. So lange soll das Ganze noch unterstützt werden und peu à peu werden eben diese USDC immer knapper auf der Tron-Chain. Und ich denke mal, einige Börsen werden sogar die Auszahlung über die Tron-Chain nicht mehr erlauben und dann wird es sowieso nicht mehr möglich sein, einen Fehler zu machen. Aber ihr habt es auf jeden Fall mal gehört und jetzt gibt es in der Community schon wieder wilde Gerüchte, unter anderem zum Beispiel, dass Tron eventuell das gleiche passieren könnte wie FTX, dass also da die nächste große Pleite wartet und Justin Sun ist schon eine sehr seltsame Figur, auch nicht besonders beliebt in der Kryptowelt. Ich glaube, er hat zwar sehr, sehr viel Geld gemacht mit seinem ganzen Investment und seinem früh dabei sein, aber auf der anderen Seite eben nicht everybody's darling. Ich kann offen gesagt wenig darüber spekulieren, was da jetzt passiert. Ich habe gar keine Ahnung, was im Hintergrund bei Tron passiert. Wenn ich richtig informiert bin, ist er, glaube ich, gar nicht mehr 100% dabei. Ich glaube, er hat das Ganze sogar delegiert. Keine Ahnung. Ich kann es mir auf jeden Fall gut vorstellen, dass da irgendwas nicht ganz koscher ist. Der Typ wirkte für mich immer so, als ob er irgendwas im Schilde führt. Aber gut, ich will da nichts unterstellen. Nur ihr wisst Bescheid. Also, falls ihr Tron-Hodler seid, momentan etwas viele Diskussionen über Tron. Die Werbung, die angezeigt wird. Solltet ihr auf jeden Fall auf dem Laufenden bleiben. Und wenn ihr Lust habt, abonniert doch gerne hier. Ich werde versuchen, wenn der mal spannend Neuigkeiten um Tron und Co. Rauskommen, dass ich euch die nahe bringe. Uniswap, das sind im Gegenteil sehr positive Neuigkeiten. Die dezentrale Exchange für Ethereum, Uniswap, hat 60% Kursplus in den letzten Tagen hingelegt. Warum? Weil in Zukunft die Leute, die Uni, also die, den Token staken, in Zukunft auch an dem Gebührenmodell beteiligt sind. Das heißt, die ganzen Gebühren, die da so drumherum kommen bei den ganzen Swaps und so weiter, die sollen unter anderem auch an diejenigen gehen, die ihre Uni zur Verfügung stellen. Dadurch gibt es einen zusätzlichen Anwendungsfall für den Token und das haben die Leute direkt sehr, sehr stark belobt mit einer geilen Kurssteigerung. Da freut man sich schon richtig auf den anstehenden Bullrun, Freunde. Und das, was ich euch jetzt zeige, nämlich ein Cup-and-Handle-Pattern, wenn man ein bisschen fantasiert, sonst zeige ich euch das mal eben so. Also man macht einfach mal hier einen Screenshot. Ihr könnt bei CoinMarketCap einfach mal statt dieser Übersicht, die ihr wahrscheinlich alle kennt, auch hierauf klicken. Und dann haben wir hier so eine Übersicht mit Kerzen. Ich nehme jetzt einfach mal einen Stift und zeichne euch das einfach mal ein. So, hier haben wir einen richtig schönen Rumpf, ja. Und hier den Henkel. Ne? Und wenn wir mal schauen, sind wir auch wirklich fast auf gleicher Höhe. Von daher, ich bin der Meinung, das ist ein valides Cup-and-Handle-Pattern. Zwar jetzt im etwas kleineren Zeitfenster von roundabout einem Jahr, aber trotzdem durchaus interessant. Und diese Cup-and-Handle-Pattern, die meiner Meinung nach zumindest durchaus als bullish zu bewerten sind, die gibt es momentan in zahlreichen anderen Projekten. Also viele, viele Gaming-Projekte stehen sozusagen kurz vor dem Ausbruch. Ich hoffe darauf, dass sie alle bullish auflösen, aber das muss man natürlich abwarten. Dennoch stehen die Chancen ganz gut, dass
da einiges passieren könnte. Und von daher wird es natürlich zum einen im Gaming-Bereich abgehen. Aber wie ihr sehen könnt, Hedera Hashgraph, also HBAR, hat bereits losgelegt in der vergangenen Woche. Da gab es einiges an Gewinn. Und auch Algorand steht jetzt, glaube ich, kurz davor, dass da was passiert. Ich schalte mir eben auf Dollar um. Bei Algorand wäre so der nächste Bereich, den wir testen, ungefähr so die 30-Cent-Marke. Und dann wären wir auch schon ziemlich schnell wieder bei der 60-Cent-Marke. Ich bin wirklich sehr gespannt, wie das Ganze läuft. Es ist längst überfällig, denn diese Projekte haben wirklich Fundament und sind meiner Meinung nach absolut unterbewertet. Müsst ihr natürlich für euch selbst entscheiden, aber ich finde, Algorand zum Beispiel ist eine total unterbewertete Kryptowährung und da geht einiges in Zukunft. Vorhin schon kurz angekündigt, guckt euch einfach das Video an, da seht ihr mal, welche Gaming-Projekte ich gerade im Auge habe, was ich sonst so gerade treibe und ich denke mal, das hat auf jeden Fall Mehrwert für euch. Und Mehrwert für euch haben auch diese 17 Sekunden, die wir uns jetzt mal geben, ohne Ton. BitBoy hat ja alles verloren, er hat sogar seine Show beenden müssen, weil er sie nicht mehr finanzieren kann bei YouTube. Und jetzt macht er bei einem Hedera-Event von Karate Combat mit gegen einen anderen Krypto-Influencer. Und ja, ich muss sagen, es war eine Mischung aus Fremdschämen und ich bin beeindruckt, weil er hat sich wirklich ins Zeug gelegt, hat wirklich ordentlich abgenommen und ja, hat sich Mühe gegeben. Beide haben relativ gut gekämpft dafür, dass sie absolute Anfänger sind. Aber alles in allem war es dann auch gut, dass es schnell vorbei war. Nach Punkten hat er dann das Ding gewonnen. Und wenn ihr das Ganze sehen wollt, findet ihr das bei YouTube. Gibt zahlreiche Zusammenschnitte von diesem Event. Ja, wir haben auch im letzten Video über 589 gesprochen. Das Gematria-Video habt ihr euch sicherlich angeschaut. Hat ja so ein bisschen Wellen geschlagen. Und vielen, vielen Dank für eure ganzen Kommentare. Viele davon sind genauso gespannt wie ich. Einige berechtigterweise, dass sie sagen, hey, da wird gar nichts passieren. Ich meine, die letzten 75 Male passierte auch nichts. Ich bin bei euch. Nur, es gibt einige Punkte, die da zusammengekommen sind, die doch sehr spannend sind. Und unter anderem hat Brad Garlinghouse mal beispielsweise auf seinem Twitter-Profil einfach mal 589 Leuten, die er folgt. Also, die wissen auch schon, was da abgeht, ja. Natürlich macht er sich vielleicht auch einen Joke daraus, aber wer weiß, vielleicht gehört das mit dazu. Und was ich auch noch gestern festgestellt habe, das war, glaube ich, im Stream, das Market Cap von XRP ist bei 29,8 Milliarden. Würde mich gar nicht wundern, wenn wir bis zum 29. Ich meine, das sind ja nur noch 4 Tage, wenn wir da vielleicht nochmal irgendwie auf die 53 Cent oder so rutschen und bei 29,2 Milliarden Market Cap sind am 29.02. Das wäre es doch, oder? Naja, und damit ihr eure XRP ordentlich verwahren könnt, gibt es von unserem Partner nach wie vor eine richtig geile Aktion. Decent Wallet, haut mal wieder ein bisschen was raus an Coins. Wenn ihr einkauft, kriegt ihr das Ganze nicht nur versandkostenfrei nach Hause geschickt, sondern ihr bekommt auch noch zusätzlich 24 XRP, angelehnt an das Jahr des Drachen im Jahre 2024. Und ihr habt noch zusätzlich die Chance auf 2024 extra XRP. Das Ganze läuft bereits heute ab. Das heißt, falls ihr euch dafür interessiert, guckt euch jetzt direkt mal in der Videobeschreibung die Links an. Es gibt da von mir ein Review, wo ihr mal seht, wie das Ding ausgepackt wird, wie das Ganze funktioniert und natürlich auch die Geräte. Dazu gibt es natürlich zusätzlich den FFTK-Rabatt. Also falls ihr sowieso mal wieder Lust drauf habt, ich habe jetzt zum Beispiel mal eins für meine Kinder bestellt, um da die XDC und so weiter drauf zu lagern, dann ist es, glaube ich, eine gute Geschichte. Ja, und jemand anders scheint auch dem Braten zu riechen, denn der Vater eines bekannten Bitcoin-Traders, der schon mal eine legendäre Entscheidung getroffen hat, hat jetzt einfach mal sein Haus im Wert von $800.000 verkauft. Der Sohn Miles G. Investment schreibt nur, "My dad sold his $800.000 house to buy XRP." Er investiert oder er tradet seit über 50 Jahren. Er sagte, das wird der größte Home Run, den es jemals gab. Und zweifelt nicht an meinen Vater. Er hat mir Bitcoin gekauft, als sie bei $7.000 waren und Ether bei $200. Und ja, Freunde, da bahnt sich was an. Ich kann euch nicht sagen, was die Ursache sein wird. Ob es irgendeine Einigung mit der SEC sein wird. Ob es eventuell irgendeine krasse Ankündigung ist. Oder ob Larry Fink von BlackRock den ETF ankündigt. Ich kann euch nicht genau erklären oder vorhersagen, was der Auslöser sein wird. Ich spüre nur, und der Chart spürt es auch, dass da was im Busch ist, Freunde. Und das Geilste daran ist, so lange wird es nicht mehr dauern. Ich meine, der 29. jetzt mal dahingestellt, aber mal jetzt zurück zur Chartanalyse. Wir können, glaube ich, hier damit rechnen, dass ungefähr bis Mai, ja, wo das Ganze hier wirklich sein Ende findet und sich zuspitzt, irgendwas passieren wird. Und darauf bin ich wirklich gespannt. Ihr könnt mir ja auch dazu mal schreiben, glaubt ihr daran, dass der Ausbruch nur noch eine Frage von wenigen Wochen ist? Ansonsten habt ihr jetzt für die nächsten Stunden einige Hausaufgaben. Zum einen, falls ihr Bock auf Decent habt, gönnt euch. Zum anderen, falls ihr noch nicht bei Femex angemeldet seid, holt euch den Cashback-Bonus ab. Und natürlich, jetzt im Anschluss an dieses Video, gönnt euch mal mein Video bezüglich der Topcoins und der Gaming-Projekte. Vielleicht habt ihr ja sogar noch die ein oder andere Ergänzung. Freue ich mich schon auf euren Kommentar darunter. Ja, das war's ansonsten, Freunde. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich glaube, diese Woche gab es ordentlich Content. Ich freue mich auch darüber, dass ihr fast jedes Video guckt. Richtig geil von euch. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche euch jetzt einen wundervollen Sonntag, einen noch besseren Start in die neue Woche. Ich bin gespannt, was die Woche so bringt und bleibt mir gesund. Bis bald. Ciao.